Hallo Menschen, heute möchte ich über die gelesenen Bücher aus dem Februar reden und das war qualitativ und dadurch auch quantitativ ein ganz, ganz toller Monat. Also ich habe so ein gutes Buch nach dem anderen gelesen und dadurch immer mehr Lust aufs Lesen bekommen, hatte dann zwar auch so zwei Ausrutscher, aber trotzdem bin ich allgemein in einer ganz, ganz guten Lesestimmung und das ist auch aktuell immer noch der Fall. Es gefällt mir sehr, sehr gut und dementsprechend ging es auch positiv los mit The Girl Who Circumnavigated Fairyland in a Ship of her own Making, genau, von Catherine M. Valenti. Dazu gibt es eine Einzelrezension, weil mir das Buch so gut gefallen hat. Das hat mich nochmal extra überrascht, weil das der erste Teil einer Kinderbuchreihe ist. Und für diejenigen, die mir vielleicht schon etwas länger folgen, ihr wisst, dass ich eigentlich keine Jugendbücher lese. Also letztes Jahr war es zum Beispiel ein einziges. Aber mit Kinderbüchern ist es tatsächlich bei mir schon so ein bisschen was anderes. Und ich gehe da irgendwie immer viel, viel positiver heran. Und auch das hier hat mich in einer so schönen, zauberhaften Grundstimmung zurückgelassen, dass ich es euch nochmal ans Herz legen möchte. Ich habe dazu eine Einzelrezension gedreht und ich las es zusammen mit Karos Bücher, die die deutsche Version gelesen hat. Also das gibt es auch schon in der Übersetzung. Und es ist halt, sag ich mal, ein typisches Märchen, in dem so ein kleines Mädchen in ein fremdes, zauberhaftes Land kommt. Das klingt natürlich erstmal sehr klischeehaft, aber Catherine M. Valenti hat so viele wunderbare Ideen, die auch wirklich innovativ sind, meiner Meinung nach. Und ich bin gespannt, wie es weitergeht. Es ist aber an sich erstmal abgeschlossen, hat mir ganz, ganz gut gefallen. Und wenn ihr noch ein bisschen mehr Schwärmerei hören wollt, dann könnt ihr euch nochmal die Einzelrezension angucken. Es ging immer noch positiv weiter mit Der Schneesturm von Wladimir Sorokin, falls man ihn ungefähr so ausspricht. Das habe ich an Weihnachten versandt geschenkt, ohne es selber gelesen zu haben. Und ich fand das Klang so toll, dass ich es mir dann auch noch selber gekauft habe. Die Kerngeschichte dreht sich um den Arzt Garin, der durch einen Schneesturm zu einem Dorf gelangen will, um dort die Einwohner gegen eine Epidemie zu impfen. Und anfangs wirkt das alles so ein bisschen altertümlich. Also wir haben auch eine Kutsche und er will mit Pferden halt dahin reisen. Auch die Sprache klingt jetzt nicht so wie 2015 oder noch zukünftiger, aber dann kommen langsam so gewisse futuristische Elemente mit hinein, also zum Beispiel Hologramme und eventuell auch so ein, zwei eher fantastische Dinge. Und das fand ich so, so toll. Das ist eine ganz, ganz interessante Atmosphäre, die dadurch entsteht. Und ich würde sagen, man kann das Ganze eine Art degenerierte Zukunft mit fantastischen Elementen nennen. Das heißt, wir haben halt technologisch schon ein Fortschritt, den wir heutzutage noch nicht haben. Gesellschaftlich sind sie aber teilweise sehr rückständig und teilweise findet man eben auch so einen märchenhaften Touch. Meiner Meinung nach geht es sehr, sehr viel um Abschottung nach außen, also auch unfreiwillig durch diesen Schneesturm, aber auch absichtlich durch gewisse Drogen, in denen sich die Leute total aus der Realität rausbomben quasi. Es geht um Selbstaufopferung, natürlich auch um Schicksal und Schicksalsergebenheit so ein bisschen. Und dabei ist es wohl eine Art Neuerzählung, Umerzählung von Tolstois Herr und Knecht. Das habe ich schon mal erwähnt, ich habe es leider noch nicht gelesen, aber für diejenigen, die das vielleicht kennen, da könnte das auch interessant sein. Möchte auch mit Tolstoi deswegen vor allem nochmal weitermachen. Und das Einzige, was ich vielleicht so ein bisschen kritisieren würde, ist, dass ich halt nur so und so oft von Hindernissen über Hindernissen lesen kann, die immer wieder die Reise blockieren, ohne dass es so ein bisschen langweilig wird. Aber das Ganze ist ja auch nicht sehr lang. Also es ist meiner Meinung nach sowieso eher wie eine Novelle anstatt ein Roman. Und deswegen war das jetzt auch nicht so schlimm. Und das ist ja auch der Sinn des ganzen Buches, glaube ich, dass sie einfach nicht vorankommen. Also es fühlte sich manchmal fast schon an wie so Geschichten von Kafka, wo es einfach nicht vorangeht und immer ein neues Hindernis ist und unser Protagonist irgendwie keine Chance hat, da so gegen das Schicksal anzukommen. Also war ganz, ganz toll. Und vor allem interessant auch nochmal so ein bisschen der Perspektivwechsel, dass man nämlich anfangs so denkt, dass dieser Kutscher, der Garin halt durch diesen Schneesturm bringen soll, so ein bisschen tump und dürflich und ohne Elan ist. Und Garin ist das absolute Gegenteil. Er will die Leute retten, denkt man zumindest anfangs. Er ist voller Elan. Und dann merkt man langsam, dass er das vielleicht auch nicht nur aus Menschenliebe macht, sondern dass er vielleicht auch ein bisschen arrogant ist und da einfach nur seinen eigenen Vorteil drin sieht. Und das ist ganz, ganz toll wiedergegeben, meiner Meinung nach. Der Funke ist vielleicht noch nicht komplett übergesprungen. Also ich glaube zum Beispiel auch jetzt im Februar schon, dass das nicht in meinen Jahreslieblingen drin ist. Aber ich bin so gespannt auf diesen Autor. Diese Ideen waren schon total interessant und möchte auf jeden Fall mit ihm weitermachen. Danach las ich dann den ersten Teil der gesammelten Werke von Paul Celan und den habe ich absolut geliebt. Hier enthalten sind die ersten vier Gedichtbände, die schon zu seinen Lebzeiten veröffentlicht wurden. Das heißt, es sind so berühmte Gedichte mit dabei wie Die Todesfuge oder auch dieses Gedicht, was beginnt mit Zähle die Mandeln, zähle was bitter war und ich wach hält, zähle mich dazu. Und auch zwei meiner Lieblingsgedichte aus diesem anderen kleinen Bändchen von Celan, was ich bereits gelesen hatte. Das heißt, es war wirklich wie so ein Zurückkommen und ich konnte absolut in dieser Sprache aufgehen.
rein. Sie ist halt voll, sie ist atmosphärisch, sie ist absolut das Gegenteil von klar und direkt, aber mir gefällt das sehr, sehr gut. Und ich möchte euch mal wieder ein Beispiel vorlesen, etwas, was ich noch nirgendwo jetzt, glaube ich, zitiert habe, weil ich ja von ihm schon einiges mal vorgelesen oder auf meinem Blog verbreitet habe und jetzt ist mal was Neues. Lege dem Toten die Worte ins Grab, die er sprach, um zu leben. Bette sein Haupt zwischen sie, lass ihn fühlen, die Zungen der Sehnsucht, die Zangen. Leg auf die Lider des Toten das Wort, das er jenem verweigert, der du zu ihm sagte. Das Wort, an dem das Blut seines Herzens vorbeisprang, als eine Hand so nackt wie die seine, jenen, der du zu ihm sagte, in die Bäume der Zukunft knüpfte. Leg ihm dies Wort auf die Lider, vielleicht tritt in sein Aug, das noch blau ist, eine zweite, fremdere Bläue, und jener, der du zu ihm sagte, träumt mit ihm, wir. So, ganz, ganz toll, absolute Empfehlung. Danach lasse ich dann, ich glaube, das erste Buch von Jen Campbell, allerdings in der deutschen Übersetzung, nämlich Verkaufen Sie auch Bücher. Und das war natürlich vor allem als Buchhändler sehr, sehr amüsant. Was ich aber so schön finde, ist, dass es an keiner Stelle irgendwie so böse formuliert ist. Also natürlich ist es zum Lachen, aber es geht auch nicht in die Richtung so wie, haha, diese doofen Kunden, sondern es sind einfach allgemein humorvolle Anekdoten und man soll auch über sich selber lachen und es ist jetzt nie irgendwie gemein, meiner Meinung nach. In der deutschen Ausgabe sind hinten drin auch mal so spezifisch deutsche Fälle mit vielleicht ein paar deutschen Klassikern und die fand ich nochmal extra lustig und mein Liebling war eigentlich, als so eine ältere Dame zu einem Buchhändler kommt und so leise spricht und sagt, sie würde gerne etwas über Porzellan sehen und er bringt sie halt in die Kunstabteilung und sagt, ja, ein bisschen was haben wir tatsächlich da. Und sie guckt ihn total verdattert an, was hier los ist. Und am Ende kam raus, dass sie eigentlich etwas von Paul Celan haben wollte. Und also ich finde es sehr, sehr amüsant. Egal ob Deutsch oder Englisch, wenn man mal halt was zum Lachen zwischendurch haben möchte, war das eigentlich ganz, ganz toll. Dem folgte dann Alles Licht, das wir nicht sehen von Anthony Durr. Dazu gibt es ebenfalls eine Einzelrezension, weil ich ja vorher so einen gewissen Hype bemerkte. Und natürlich sind dadurch die Erwartungen einerseits gestiegen, andererseits habe ich mich gefragt, ob es wirklich so gut ist. Und ich muss jetzt sagen, ja, es war schon nicht schlecht, aber so ganz kann ich die Begeisterung auch nicht nachvollziehen. Also mir war es definitiv nicht so eindrücklich wie andere Bücher über den Zweiten Weltkrieg, speziell wie ein anderes, was ich auch noch diesen Monat las. Es war gut, es war nett, wir haben zwei Perspektiven, einmal auf der französischen, einmal auf der deutschen Seite und diese Erzählstränge laufen halt immer aufeinander zu. Aber es war jetzt auch nicht so die weltbewegende Neuheit. Genaueres erzähle ich dann nochmal in der Einzelrezension. Ich würde sagen, ganz okay. Jetzt nicht, was ich sage, das muss jeder gelesen haben. Danach lasse ich dann den Gedichtband Frühlingsregen von Roberto Ramírez, glaube ich. Hier geht es sehr viel so um Neuerung und um Erwachen. Also das sagt er auch schon in so einer Art kleinen Vorwort und darum halt die negativen Seiten hinter sich zu lassen. Aber trotzdem benutzt er dafür sehr surreale, teilweise auch düstere Bilder und das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Es ist halt eher verworren ausgedrückt, hat aber doch immer so ein bisschen die Möglichkeit auf Hoffnung im Hintergrund. Und da möchte ich euch natürlich auch mal wieder ein Beispiel vorlesen. Das Gespenst meiner Kindheit geht durch die Wände unseres Hauses, legt Eier mit dem Geheimnisfinger, ist geschwätzig, wenn es die ersten Blüten sieht, wenn der Wind die Sonne leer bläst, wenn die Arbeiter auf den Bus warten und eine nackte Frau ohne Kopf im Garten umherstreift und den Dichter heimsucht, um ihn zu küssen ohne Mund, um ihn zu streicheln ohne Hände. Also das gerade klingt vielleicht noch nicht so positiv, aber es ist eher so ein Prozess, den er durchmacht. Und was ich auch nochmal erwähnen wollte, ich habe schon öfter mal Gedichtbände gelesen, die eben Bilder mit drin haben und die waren oft so, dass ich mir dachte, mein Gott, auf die Bilder hättest du wirklich gut verzichten können. Und auch hier sind es vielleicht nicht meine absoluten Lieblingszeichnungen, aber ich wollte euch mal eins zeigen. Ich finde die vergleichsweise wirklich okay. Also die haben, finde ich, auch was auszusagen. Bei anderen war es immer so, dass ich mir dachte, das trägt jetzt überhaupt nichts zu der Geschichte oder zu dem Ausdruck der Gedichte eben bei und hier fand ich sie wirklich ganz gut und das war ebenfalls ein Geschenk von Verstand und ich möchte mich nochmal absolut bedanken. Ich habe vorher noch nie etwas von ihm gehört und es war eine sehr, sehr interessante Lektüre. Danach kam dann leider die erste Enttäuschung diesen Monat, nämlich Die Traumknüpfer von Caroline Wahl. Ich habe schon länger mal gesagt, dass ich erstens auch mehr Fantasy-Autorinnen und vor allem deutsche Autoren, egal ob weiblich oder männlich, im Fantasy-Bereich lesen wollte und habe das halt damit mal versucht. Ich habe auch ganz, ganz lange auf dieses Buch gewartet, denn es war im Bloggerportal schon vor ein paar Monaten angekündigt, aber kam jetzt eben erst im Februar raus und mir hat das leider nicht sonderlich gut gefallen. Die Rezension dazu ist schon gedreht, aber noch nicht oben. Ich denke, ich werde sie am Sonntag hochladen und mich dann nochmal ein bisschen genauer auslassen. Um es kurz zu fassen, ich fand dann leider zu viel Unlogisches da drin, leider auch ein paar Klischees und mochte zwar die Grundidee, dass halt hier Magie so ein bisschen auf Träumen aufbaut und es gibt eben Seelensänger, Traumtrinker und Weltenwandler und dabei müssen die immer so aus den Träumen von Menschen ihre Magie beziehen, ihre Kraft beziehen, aber leider so die Geschichte an sich hat mich nicht wirklich überzeugt und genaueres erkläre ich dann nochmal in dem anderen Video. Danach kommt dann mein Höhepunkt für diesen Monat, es ist Der schmale Pfad durchs Hinterland von Richard Flanagan.
dazu habe ich in eine Einzelrezension getreten, wo ich das nicht geplant habe, weil ich dieses Buch so, so großartig fand. Und wenn ihr nur einen einzigen Roman aus diesem Video mitnehmt, dann lasst es bitte diesen sein. Ich bin mir jetzt schon sicher, dass das zu meinen Lieblingen 2016 gehören wird. Auch das ist eine Geschichte über den Zweiten Weltkrieg, konzentriert sich allerdings auf australische Kriegsgefangene im damaligen Sima beim Bau dieser sogenannten Todeseisenbahn oder Death Railway. Und es ist düster, es ist atmosphärisch sehr, sehr dicht und schafft es aber trotzdem, diese Balance zu halten zwischen Hoffnung und aber trotzdem realistischen und direkten und auch ekligen Beschreibungen aus diesem Leben. Aber man hat sowohl Zeitwechsel zur Zeit davor und danach, aber auch Perspektivwechsel zwischen den Gefangenen und teilweise auch mit den japanischen Aufsehern. Und ich schwärme in dem Video davon und gebe auch einige sehr, sehr gute Zitate aus diesem Roman. Mich hat es absolut überzeugt, sowohl von der Erzählweise als auch von den Sprachen her, von den Protagonisten. Und ich möchte auch mit Richard Flanagan weitermachen, weil nicht nur das Thema hat er gut verarbeitet, sondern auch die Art und Weise, wie er da herangegangen ist, wie er das erzählt hat, hat mir so gut gefallen. Von mir eine absolute Empfehlung. Dann kam auch schon der zweite Teil der gesammelten Werke von Paul Celan und der ist an sich genauso gut. Mir ist aber hier aufgefallen, dass ich halt viel, viel weniger Gedichte schon vorher kannte und dass mir deswegen viele so beim ersten Lesen vielleicht noch nicht sofort verständlich waren. Also das ist jetzt aber auch Meckern auf hohem Niveau. Also es ist sprachlich genauso gut wie immer. Die Bilder sind toll und verworren und innovativ. Aber ich glaube, ich müsste es einfach nochmal lesen, damit ich es dann einfach so ein bisschen mehr, also vielleicht auch besser in mich aufnehmen kann. Und so bis jetzt war es so das erste Lesen von etwas, was ich halt vorher noch nicht kannte. Und es war toll wie immer, ging mir aber noch nicht sofort ins Hirn, glaube ich. Aber trotzdem, Paul Celan, einer meiner absoluten Lieblingsautoren und wie immer eine Empfehlung, egal was er von ihm kauft. Dem folgte dann Die Frau des Zeitreisenden von Audrey Niffenegger, was ich zusammen mit Steffi las, wobei die es zumindest zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht beendet hat und sich noch nicht mal ganz sicher ist, ob sie es noch durchziehen möchte. Auch ich muss sagen, es ist leider genau das gewesen, was ich befürchtete und nicht das, was ich erhoffte. Ich habe durchaus Möglichkeiten gesehen, dass es mir gefallen könnte. Es hat mich dann aber im Endeffekt doch eher enttäuscht. Es ist, für diejenigen, die es nicht wissen, prinzipiell eine Liebesgeschichte, wobei eben der Mann in dieser Beziehung unkontrolliert immer mal wieder durch die Zeit reist. Und das führt natürlich zu ganz interessanten Momenten, dass er sie zum Beispiel schon in ihrer Kindheit trifft. Ihm das aber erst so mit 32 passiert. Das heißt, es gibt eine Zeit, in der sie ihn schon seit ihrer Kindheit kennt, aber er sie noch nie gesehen hat. Und deswegen gab es immer ganz interessante Momente, in denen halt einer immer mehr über den anderen weiß und vielleicht manches auch noch nicht sagen darf und er will die Zukunft nicht verändern, aber sie kommt ja sowieso so, wie sie ist. Und das fand ich eine ganz interessante Herangehensweise, zumal Henry sich auch selbst als Kind trifft, also Henry ist der Mann. Und am Anfang des Buches auch sehr viele Zeitwechsel da sind, Zeitsprünge, sodass man wirklich immer mitdenken muss und das vielleicht auch ein bisschen kompliziert ist, aber dadurch eben auch interessanter. Und je weiter das Buch fortschreitet, desto seltener kommen diese Zeitsprünge vor und desto geradliniger wird es einfach erzählt. Und da haben wir dann halt wirklich einfach nur eine ganz normale Liebesbeziehung. Ich meine, natürlich ist es ein bisschen problematisch, weil er trotzdem mal verschwindet, aber erzählt wird es dann einfach nur noch immer von Monat zu Monat so ein bisschen. Und eigentlich geht es darum, wie sie zusammenziehen, dass sie sich arrangieren müssen, wie der eine arbeiten geht. Und in der zweiten Hälfte des Buches wirklich ganz, ganz viel darum, ums Kinderkriegen. Und das, ja, war mir dann halt einfach etwas zu mal. Ich lese normale Liebesgeschichten eigentlich nicht. Und das konnte mich dann auch nicht wirklich fesseln. Und fand es dann ehrlich gesagt zunehmend halt etwas langweilig. Ich wusste vorher nicht, dass das nicht so ganz normal erzählt ist, sondern wir haben pro Kapitel immer eine Datumsangabe und dann das Alter der beiden oder manchmal ist Henry halt auch doppelt vertreten und dann steht dann immer zum Beispiel Claire oder Henry Doppelpunkt und dann wird das Ganze in Ich-Perspektive und im Präsens wiedergegeben. Also es ist jetzt nicht direkt ein Bewusstseinsstrom, es ist auch kein Tagebucheintrag, es sind halt so ihre Gedanken, aber etwas literarischer ausformuliert. Wobei die Sätze schon eher einfach und kurz sind. Also es ist noch nicht umgangssprachlich und eben auch kein normaler Gedankenstrom, aber ist jetzt auch nicht gerade wunderschön formuliert, sondern wie man halt vielleicht so ein bisschen denkt. Das führt halt allerdings auch zu so Sachen, die mir nicht besonders gut gefallen. Ich mag es einfach nicht, wenn in Büchern halt so Ausdrücke wie Möse und Schwanz vorkommen. Das ist wahrscheinlich alles Geschmackssache, aber ich finde halt wirklich, Möse ist kein schönes Wort. Zumindest für mich nicht. Und ja, vor allem durch diese Gleichmäßigkeit später dann war es für mich zunehmend sehr träge oder auch tröge. Konnte mich nicht wirklich begeistern. Und es war einfach so eine gewöhnliche Liebesgeschichte dann. Ja. Ich habe jetzt auch von Audrey Niffenegger schon mal so ein Graphic Novel Bilderbuch gelesen. Das hat mich auch nicht so überzeugt. Ich glaube, fürs Erste werde ich es mit der Autorin lassen. Wie gesagt, Steffi wollte überhaupt erst mal gucken, ob sie bis Seite 250 kommt und ob sie dann weitermacht. Hat uns leider nicht so überzeugt. Ich beendete außerdem noch Ein ganzes Leben von Robert Seethaler. Und über das Buch muss ich sagen, dass es eigentlich auch sehr gut ist.
Das ist mir persönlich aber etwas zu ähnlich zu Der Trafikant vom selben Autor ist, in dem Sinne, dass wir halt auch eher so etwas einfachen, vielleicht auch tumberen Menschen aus einer ländlichen Gegend haben, der nicht so richtig weiß, wie er mit anderen Menschen umgehen muss, vor allem nicht mit Frauen und ist alles sehr, sehr behäbig erzählt und an sich mag ich das. Ich würde auch sagen, dass das hier gewohnt gut erzählt ist. Es war mir aber einfach so ein bisschen zu viel vom Gleichen, was ich schon mal gesehen habe und Der Trafikant konnte mich einfach einen Tick mehr begeistern. Also es ist wieder sehr schön ruhig erzählt. Es konzentriert sich halt so auf dieses eine Leben ohne Effekthascherei. Das mag ich an sich. Aber ich glaube, auch wenn Robert Seethaler in Zukunft mal wieder ein Buch veröffentlicht und das geht wieder so in die Richtung, dann brauche ich erstmal eine Pause. Also ich würde gerne von ihm nochmal ein anderes Thema haben. Also ich weiß auch, dass er vorher schon ein paar Bücher veröffentlicht hat. Vielleicht schaue ich da nochmal rein, aber das war mir etwas zu ähnlich. Wobei ich nicht sagen würde, dass es schlecht ist. Also wenn ihr noch gar nichts von Robert Seethaler gelesen habt, kann ich das genauso empfehlen, aber Der Trafikant hat mich persönlich noch einen Tick mehr überzeugt. Und im Monat beendete ich dann mit Der Sturm von Shakespeare. Das ist erst mein zweites Stück von Shakespeare. Und auch hier muss ich sagen, ich fand es okay. Und ich glaube, ich muss von Shakespeare einfach mal oder über Shakespeare so ein bisschen Sekundärliteratur lesen, um wirklich begeistert zu sein. Also ich sag mir immer so, ja, das ist eine nette Geschichte, es sind interessante Charaktere und es ist ein gewisser Humor drin und es lädt zum Nachdenken über die Menschheit ein, aber es begeistert mich nie so richtig. Ich weiß nicht, ob ich irgendetwas übersehe, vielleicht deswegen halt doch nochmal so ein bisschen Sekundärliteratur oder etwas über Shakespeare, über seine Werke. Ich finde es aber halt im Endeffekt immer nur so nett, sag ich mal. Aber ich wollte es halt vorher noch lesen, weil ich mir das im Schauspielhaus Anfang März anschaue und ja, Shakespeare ist sicherlich nie verkehrt, das mal zu haben. Das waren dann auch alle gelesenen Bücher im Februar. Wie gesagt, es ging großartig los und ich bin absolut noch in Leselaune. Ich bin aktuell bei Schuld und Sühne. Sehr, sehr gut bisher, würde ich sagen. Klassikerstatus absolut verdient. Und wie immer könnt ihr mir gerne etwas schreiben zu den Sachen, die ich gelesen habe oder die ich gerade lese, was ich erwähnt habe. Und dann danke ich euch fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal.